Also wir sind jetzt gerade in Hammamet am Ende unserer Reise angekommen. Hier warten wir gerade noch auf die Testergebnisse von unserem Corona-Test, damit die Einreise dann tatsächlich funktioniert. Und wir möchten euch gerne einen Rückblick auf unsere Reise geben und erzählen, was wir so gemacht haben. Den Winter über lag unser Boot in Griechenland, in Lefkas. In der Nähe von Lefkas, in Prevezza. Und von dort aus bin ich mit Luca und Noah gestartet und nach Lefkas gefahren und dann ist Melanie an Bord gekommen. Und der Plan war, von Griechenland aus dann Richtung Italien rüber zu fahren, nach Sizilien und zum Abschluss der Reise dann von Sizilien aus nach Hammamet, Tunesien zu reisen. Ja, zu Beginn sind wir von Lefkas aus zunächst nach Paxos gefahren, nach Laka. Und da haben wir mit Luca und Noah zwei Tauchgänge gebucht, sind rausgefahren mit dem Motorboot und haben eben zwei Tauchgänge gemacht. Einen Höhlentauchgang und einen gemeinsam mit den Kindern. Paxos aus sind wir dann wieder Richtung Korfu nach Mandraki, wo wir auch in der Vergangenheit schon mehrfach waren. In Mandraki haben wir vor dem Hafen geankert und die Nacht verbracht und am Morgen sind wir dann von einem Gewitter dort überrascht worden. Da kam es ziemlich heftig runter, frischte der Wind auch ordentlich auf und
ein Motorboot, was neben uns auch geankert hatte und dort vermutlich das Frühstück verbringen wollte, ist dann kurz nach dem Frühstück auch überrascht worden und wir haben dann schnell den Anker hochgeholt und sind wieder gefahren. Von Mantraki aus sind wir dann nach Igoumenitsa gefahren, weil wir dort noch drei Pakete, die wir von Deutschland mit dem Paketdienst dahin haben liefern lassen, entgegengenommen haben. Von Igoumenitsa aus haben wir dann unsere Überfahrt geplant nach Italien rüber. Das waren insgesamt 150 Meilen und wir waren etwa 28 Stunden unterwegs, sind also von Igoumenitsa aus morgens um 10, halb 11 losgefahren, über die Nacht gefahren und am nächsten Tag um gegen Mittag, 13, 14 Uhr. Ja, Nachmittag. Kamen wir in Crotone in Süditalien dann an. Und da muss ich sagen, bei allen Passagen, die jetzt auf der Tour waren, viel Glück mit dem Wetter gehabt. Also das hat von den Winden und Windrichtungen her im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gepasst. War auch von den Windstärken her in Ordnung und so, dass wir auch die Passage von Griechenland nach Italien rüber den größten Teil tatsächlich segeln konnten. Von Crotone aus sind wir dann nach Rocella gefahren und von Rocella aus dann rüber nach Sizilien. Und in Sizilien kamen wir als erstes in Taormina an, eine Ankerbucht, eine große Ankerbucht, wo wir dann abends geankert haben. Unser erstes Abendessen auf Sizilien. Wir sind heute auf Sizilien angekommen und liegen jetzt in der Bucht. Ein paar Boote um uns rum und der Wind schläft gerade ein, von dem her hoffen wir auf eine ruhige Nacht. Also ihr dürft jetzt einmal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Luca. Happy Birthday to you. Thank you.
So, wir sind fertig zum Ausgehen. Wir gehen jetzt ins Killer in die Stadt. Ja. Sehr schön. Als dann doch wieder Wind aufkam, hat uns unser Parasailer gute Dienste geleistet. Gerade im Norden von Sizilien mit dem Parasailer. Wie viele Knoten, Jon? 1,2. 1,2 Knoten Fahrt. Das heißt, wir stehen gerade bei der Kaffeepause fast.